Schönen guten Abend, meine Abonnenten. Ja, meine Frau hat ja wiederum telefoniert und wir bekommen Glasfaser in ein Haus angeschlossen. Ja, das wird so in 2 Wochen sein. Wir kriegen noch Bescheid vorher, dass die kommen und dann das einen Hausanschluss machen und alles drum und dran. Die haben das ja, wie ich ja schon gesagt habe, die haben bei uns die neuen Kabel verlegt in Überleitung. Und das ist die Firma AAA, glaube ich, ist das denn da, oder AIA ist das. Die haben hier die Glasfaser gelegt und von denen nehmen wir. Kostet die ganz langsame Leitung kostet 400 Thai Baht, ein bisschen mehr, bezahlt es auch mehr. Ich bin so auf dem Mittelweg gewesen, ich bezahle 700 Baht pro Monat. Das ist ein bisschen mehr als wie über die Telefonleitung. Aber ich weiß wenigstens, ich habe nicht immer Unterbrechungen oder schlechten Empfang und so. So habe ich das durchgehend guten Empfang. Ja, dann haben wir das auch alles so wegen ein paar Mark mehr und so. Aber das, was wir schon vorausbezahlt haben, für die Telefonkarte verrechnet die Firma noch mit und so. Das finde ich gut. Nur die Firma, die das macht, die macht das auch. Die verrechnet das auch. Wenn ich eine andere nehme, tun sie das nicht. Und ich kann warten und so. Ja, morgen ist ja Weihnachten. Da gehe ich mit meiner Frau alleine essen. Sehr gut essen, im guten Restaurant in Korat. Das ist mein Weihnachtsgeschenk zu meiner Frau. Ja. Und ich hoffe, ihr habt auch schöne Feiertage. Und nach Weihnachten sehen wir uns ja wieder werden. Und so, ja, und nach Weihnachten werde ich auch wieder ein bisschen anfangen, dann werde ich anfangen, meine Mauer zu machen, weil ich ja schon mindestens 20 Meter Beton habe. Da werde ich jetzt nur eine Schnur spannen, damit ich genau die Flucht habe. Ja, und dann wird das auf die andere Seite noch ein bisschen ausgeschachtet. Da war ja Wasser drin, das ist ein bisschen runtergerutscht und so, das werde ich dann per Hand rausheben. Für das bisschen lohnt sich kein Bagger. Da werde ich das auch immer Stück für Stück machen. Aber das wird ja leichter, weil ich dann das nur runterschütten kann auf dem Blech. Ja, meine Leute, das werde ich dann euch auch ein Video bringen darüber und so. Und wenn das alles ein bisschen fertig ist schon, so, dann werde ich auch mal ein paar Tagen dann rumfahren und so ein paar Video mit dem Drohne machen von der Thailand, so ein paar andere Städte und so werde ich fahren. Nur in Korat ist halb Flugverbot, weil er hier, da ist auch ein Militärflughafen und deswegen ist auch in der Stadt verboten zu fliegen mit der Drohne. Man muss das aufpassen, weil die Drohnen, die sehen man auf dem Radar. Und dann, ich will auch keine Probleme damit haben. Aber ich kann so von Non-Thai mal einen Flug machen und so, dann könnt ihr das mal sehen und so. Und da werde ich auch noch ein paar andere Städte machen und so. Es gibt hier in der Gegend sehr schöne kleine Dörfer und so. Und das werde ich dann machen. Und wenn ich ein Internet habe, dann will ich das auch umstellen. Dann will ich das auf meinen Computer machen und dann nicht mehr auf dem iPad, weil ich auf dem Computer dann besser bearbeiten kann alles. Ja, meine Leute, dann wünsche ich euch schöne Feiertagen und ein schönes Weihnachtsfest. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.